Hallo, heute mal wieder ein kleines Video zu FreeCAD. Und weil das gerade zum aktuellen Thema passt, ne, Snowden, wir wollen alles geheim halten und keiner soll jetzt mitgucken, was wir so tun. Ja. Gut, wir kennen Methoden, zum Beispiel Informationen in Bilder zu verstecken und so weiter, das kennen wir schon. Heute zeige ich euch mal eine Alternative, wie man total spionmäßig, das ist ja auch wie dunkle Sonnenbrille, Informationen in einer CAD-Datei versteckt. CAD-Datei ist so Computer-Edit-Design. Hier, FreeCAD, ne? Ich habe ja mal früher technischer Zeichner gelernt, deshalb weiß ich das, ob ich es kenne. So, wie es geht, kann ich da was. So, FreeCAD, ne, gibt's hier im Ubuntu Software Center für umsonst. Und wie verstecken wir da jetzt Informationen? Ich habe da was vorbereitet. Test.fcstd ist eine FreeCAD-Datei. So. Die macht jetzt unser potenzieller Angreifer mal auf. Gut, wir hätten diese CAD-Datei gesendet. Dass es sich dabei um eine FreeCAD-Datei handelt, obwohl der Dateiname vielleicht nicht so eingängig ist, kann man natürlich jederzeit mit einem Hex-Editor rauskriegen. Ne? Der böse Spion hätte jetzt da spioniert und würde gucken, was ist das für eine Datei, da steht nichts Gescheites drin. Aber am Ende, da sieht er FreeCAD-Dokument. Na gut, das könnte ich jetzt mit dem Bless-Hex-Editor auch ändern, aber der weiß jetzt, der Angreifer weiß alles, ne? Und der also ich, USA oder wie auch immer, Tempora, ne, dieses Ding, ne, das hört sich eher an wie was für die Damen, Tempora, für unten rum, oder für die Nase, ne, und Nase läuft wieder gut. Ja, jedenfalls könnte der Angreifer in unsere E-Mails gucken, er kann alles sehen, was wir übers Netz senden, ne. Und er weiß, das ist ein FreeCAD-Dokument und er macht es auf und denkt, ja, schön. Und was will uns der Snowden jetzt damit sagen? Zum Beispiel, ne? Der sitzt jetzt in Russland, zum Beispiel am Flughafen und denkt, jetzt muss ich schnell was senden. Dann macht er schnell mal einen FreeCAD. Ne? Und schon sendet er was und die Amis gucken und denken, jetzt ist es soweit. Jetzt, ja, schön. Gut, jetzt ist da drin zum Beispiel die total geheime Nachricht. Ne? Total geheime Nachricht. Gut, die total geheime Nachricht ist nicht so ganz total geheim. Ich zeige dann eine bessere Alternative. Gut, so eine CAD-Zeichnung ist nicht nur zweidimensional, die kann auch zum Beispiel dreidimensional sein. Da gibt es gewisse Ansichten, ne? Oberansicht, Vorderansicht, Hinteransicht, wie auch immer. Gehen wir mal da drauf und hups, ne? Wir haben das jetzt gerade mal so im dreidimensionalen Raum gedreht. Ne? X, Y und Z-Achse, da kann man das Ding drehen. Wunderbar, kann man hier in der Darstellung sich aussuchen. Wir haben das Ding einfach mal um 90 Grad gedreht, ne? Also das war die Ebene, die wir vorher gesehen haben, 90 Grad gedreht, so. Total geheim, ne? Und schon haben wir die geheime Nachricht, Sonnenbrillen sind cool. Nun, jetzt könnte man natürlich eine total geheime Nachricht verstecken, zum Beispiel hier, indem man zum Beispiel ausblendet, visible ist false, auf true gesetzt und da steht auch tatsächlich was in der Sonnenbrille drin, hier, da steht da ganz geheimer Text drin, ne? Hallihallo, ne? Hallihallo. Schon hätte ich ganz geheimen Text gesendet. Gut, ist aber nicht so pfiffig. Warum? Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Standard-Dinge nehme, die es hier so gibt, ne, bei FreeCAD zum Beispiel Text, dann wäre der gegebenenfalls vielleicht mal doch in der Datei direkt sichtbar. Und im Datenbereich sehe ich hier total geheim und Hallihallo. Ne, also da käme ich noch vergleichsweise schnell ran. Nun, dieser Text dient wie immer nur der Tarnung und der Text ist vollkommen sinnlos. Was ihr nicht gesehen habt, ist der eigentliche Text, den ich hier drin habe. Warum kann ich den nicht sehen? Gut, wir arbeiten hier mit der kleinen Technik Zoom. Ihr seht Zoom. Stellt euch vor, das wäre ein komplettes Gebäude. Ein komplettes Gebäude mit 99 Treppen und in 3D und wie auch immer. Da wäre es denkbar schwierig, genau zu wissen, wo ist der geheime Text versteckt. Gut, hier, den würde ich noch auftreiben aufgrund der Eigenschaften, die dieses Objekt hat, aber ich habe hier noch eine freie Handlinie drin, die ihr nicht sieht. Ne? Da müsste ich schon ganz genau wissen, wo die ist. Ne? Die ist nämlich am Bügel der Sonnenbrille versteckt. Die habe ich tatsächlich dann mit einer Freihandlinie in der Skizze erstellt und da steht The Rackrunner. Und das wäre jetzt der eigentliche geheime Text. Gut, wie ihr solche Skizzen erstellt, habe ich schon mal gezeigt.
Und im Skizzenmodus habt ihr dann direkt die Möglichkeit, solche Freihandlinien zu malen. Im Skizzenmodus, da könnt ihr euch die Ebene aussuchen, wo ihr dann was machen wollt. Sagt ihr, okay, eine Skizze. Und dann habt ihr hier gegebenenfalls diverse Optionen innerhalb dieser Skizze, die ihr anwählen müsst. Und könnt da dann noch hier zum Beispiel eine Zickzacklinie malen. Und mit dieser Zickzacklinie, ich mache das mal wieder rückgängig, Bearbeitung beenden, könnt ihr, das kann man Rechtsklick auch wieder löschen, könnt ihr die Skizze bearbeiten, Freihandlinien, solche Zickzacklinien reinmalen, ne? Könnt ihr machen. Und hier seht ihr nochmal das Objekt in dreidimensionalen Raum. Da gibt es verschiedenste Ebenen. Auf der einen, die man nicht sofort gesehen hat, war das Mannequin. Und da müsste man schon genau wissen, beim Mannequin, da oben am Bügel, ne, hier war der geheime Text Halilo, den man noch visible schalten konnte. Das wäre dann der, naja, der mehr oder weniger offizielle Teil, damit die auch was zu finden haben und freuen sich. Und der inoffizielle Teil wäre dann eine Freihandlinie, die nur aus Vektoren besteht, also aus keinem richtigen Text, sondern aus wirklich einzelnen Linien, die ich einfach mit einer Freihandlinie gemalt habe. Das sind einzelne Striche. Und dass die so miteinander verbunden sind, das macht gar nichts. Umso verwirrender wird's, wenn ich das Ganze dann auf eine dicke Linie lege oder darunter. Oder geschickt in einem Objekt anordnet, dass man das gar nicht so direkt sieht. Haben wir das schön versteckt. Kein Mensch weiß das. Und wir können uns freuen. Und dann geht das auch von einem Flughafen aus in Russland. Gut, ich hoffe hiermit geholfen zu haben, alle Snowden in dieser Welt. Ihr wisst jetzt, wie ihr geheime Nachrichten sendet. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.